Was geht ab, meine Freunde? Mein Name ist Uslibo. Heute zu Gast haben wir den Luke. Wie geht's dir, mein Bester? Alles bestens bei dir. Corona-Faust. Wir haben heute ein paar verrückte Sachen vor. Ich habe auf jeden Fall auch später dann noch so die eine oder andere Überraschung für dich. Aber bevor wir so, sage ich mal, mit dem Interview starten, stell dich vielleicht mal für die Leute vor, die dich noch nicht kennen. Das mache ich. Also, ich bin der Luke. Ich bin 19 Jahre alt, für die, die es nicht wissen. Ich bin Rapper und ich mache jetzt seit circa 1,5 Jahren offiziell Musik. Stabil. Yes. Wie ist deine aktuelle Labelsituation? Also ich bin bei Sony seit August 2019 und ja. Glückwunsch dazu erstmal natürlich. Dankeschön. Ist auch nicht selbstverständlich. War das mit Musik schon so immer dein Ding? Also, wie kam es dazu? Es war eigentlich schon immer mein Ding so. Also seitdem ich ein kleines Kind bin. So früher immer nur gesungen. Also ich bin den Leuten auf die Nerven gegangen, so mäßig. Auch während der Schulzeit? Während der Schulzeit auch. Also da gibt es bestimmt auch die ein oder andere Story, wo ich meinen Mund nicht halten konnte, so während wir Verstehe. auf Ausflügen sind oder so gesungen. Und was auch immer. Und ja, irgendwann kam es halt dazu, dass ich angefangen habe, Texte zu schreiben. Auch durch die Schule, weil wir da so einen Hip-Hop-Tag hatten. Und ja, dadurch ist das alles gekommen. Den ersten Text geschrieben. Und dann 1000 weitere. Und So, tausend ungefähr. weitere. Und wie war das, sage ich mal, damals, falls du dich noch daran erinnern kannst, so Feedback von Klassenkameraden und so, die Anfänge sind immer so ein bisschen komisch. Wie war Boah, das damals so? also anfangs, also ich erzähle jetzt mal die Story, wie alles so in Fahrt gekommen ist. Angefangen bei diesem Hip-Hop-Tag. Also, weil das war so der erste Kontakt, so wo ich einen Text selbst geschrieben habe. Und deswegen beziehe ich das jetzt da drauf. Das war so. Es war Hip-Hop-Tag auf der Schule und ich war gar nicht für diesen Kurs, der Kurs hieß Rap-Texte schreiben, ich war gar nicht dafür eingetragen. Okay. Ich war für Tanzen oder so eingetragen, aber ich bin nicht dahin gegangen. Weil meine Freunde aus meiner Klasse sind bei diesem Rap-Texte schreiben eingetragen gewesen. Und dann habe ich gesagt, hier, ich gehe doch nicht zu diesem Tanzen alleine. Ich gehe lieber zu diesem Rap-Texte-Ding, weil das ist halt viel mehr mein Ding so. Und wir sind auf jeden Fall dann dorthin gegangen. Und dann hat der Typ, der dafür verantwortlich war, ein Beat angemacht und wir haben einfach angefangen so. Er hat uns erstmal so die Basics erklärt, wie schreibt man einen Text, so auf was achtet man bei den Reimen, A, B, B, A und so Länge und weiter, sowas alles auch, genau ne? so Faxen. Und ja, dann habe ich angefangen und das Feedback war für meinen ersten Text sehr gut. Also wirklich, die Leute haben dann so schon gesagt, ey krass. Okay. Krass, also wirklich, ich hätte selbst nicht damit gerechnet. So, ich bin kreativ, also das sage ich jetzt einfach mal so von mir. Ich bin kreativ und dann habe ich auch den ein oder anderen Wortwitz so drin gehabt und so. Deswegen haben die Leute es dann so positiv aufgenommen. Also die fanden es echt stark. Auch der Typ, der verantwortlich war für den Workshop, der fand es stark so. Und dann wollten die halt alle, dass ich vor allen vorrappe und so die ganze Zeit und ich. Ich war so, das war so für mich, ach, soll ich das jetzt wirklich machen? Weil so auf Knopfdruck ging das nicht. Weißt du, wie ich meine? Man macht ja immer so, das ist so wie, wenn du unter der Dusche singst, Genau. so, aber dann sing mal vor Keine Ahnung, 30 50, Leuten, genau. so, das ist halt was anderes. Und dann noch auf Knopfdruck, so mach mal jetzt und Genau, auf so. Knopfdruck, das war für mich so unangenehm. Aber ich hab's halt dann versucht, ich hab's gemacht dann auch. Aber dann ging es darum, dass ich es vor der ganzen Stufe machen musste. Okay. Also, weil wir sollten unser Projekt quasi vorstellen, was wir an diesem Tag gemacht haben. Sollten wir vorstellen. Und alle haben so gesagt, hier, jetzt mach mal. Auf geht's. Rap mal vor allen. Dann habe ich gesagt, hier, das geht nicht. Da habe ich mich ein bisschen so zurückgezogen. Habe erstmal die anderen vorgeschickt. Aber so, das war halt so das Feedback für meinen ersten Text. So, die Leute fanden es
auf Anhieb gut. Da war ich, glaube ich, 15 oder 16 Jahre alt. Die Leute fanden es gut und dann ging es halt immer so weiter, ne? Text für Text für Text für Text, immer verbessert. Mit den Jungs bis 2 Uhr nachts auf dem Kunstrasenplatz. Da saßen wir davor, haben Freestyle-Sessions gemacht. Krass. Also schon auf jeden Fall eine geile Zeit, so der Anfang, also der wirklich, wirklich Anfang, also nicht, dass ich jetzt schon weiter bin, so, ich stehe noch am Anfang definitiv, aber so die wirklich Anfangszeit, wo so alles in Fahrt So, wo die gegangen ist, Basis so quasi genau die einfach war. Basis, ist auf jeden Fall geil gewesen, so. Was ist danach passiert? Also der weitere Step mit der Musik. Es ging auf jeden Fall weiter mit vielen Texten, wie ich schon gerade gesagt habe. Wir haben Freestyles geschoben und so weiter und so fort. Und natürlich mit Freebeats von YouTube. Genau. Und irgendwann kam dann halt so der Step, wo ich meinen wirklich ersten Song geschrieben habe. Also nicht nur Freestyle so mäßig. Da kam wirklich der Step, wo ich meinen ersten Song geschrieben habe. Was auch übrigens meine erste Single ist. Phänomen. Ich wollte gerade fragen, weißt du noch, worum es geht, aber jetzt hast du ja gesagt, das Ja. Phänomen. Auf jeden Fall, also mein ersten Song, den ich je geschrieben habe, war auch gleichzeitig meine erste Single. Okay, krass. So, da war ich 16 Jahre alt, so. Und 2, 3 Jahre später ist der Track halt also was heißt entstanden? Der Track ist released worden. Phänomen war jetzt auch das mit dem Musikvideo, wo du im Bus einschläfst und sowas alles, Genau, ne? genau. Okay, Das okay, war so okay. dieses. Dies, ich lebe meinen Traum, er wird bald Genau, Realität und so. Okay, genau. das war geil. Können wir an der Stelle auch bestimmt einblenden gleich ein bisschen. Yes. Yeah, ich lebe meinen Traum, er wird bald Realität. Lila Scheine in mein Portemonnaie. Sie sagen, Luke, was du machst, ist ein Phänomen. Und was ist danach passiert? Yes, also ich habe den Song fertig gemacht und ich hatte halt keine Aufnahmemöglichkeit. Also ich hatte nirgendwo eine Möglichkeit, wo ich es aufnehmen kann. So richtig. Und das war halt so auch der Zeitpunkt, wo Instagram, sage ich jetzt mal, geboomt hat. Auf jeden Fall. Also Instagram, das war so, welches Jahr war das? Das war auf jeden Fall Ende 2017, Anfang 2018 so. Ich glaube, da war Instagram richtig am Boom, so was Instagram-Rapper anging. Auf jeden Fall. Und ich habe den Song fertig gemacht, ich hatte keine Aufnahmemöglichkeit und es ging halt darum, dass ich mit Instagram anfangen will. So 2018 schon. Im März. Ein Jahr bevor ich angefangen habe, wollte ich schon anfangen so. Weil ich habe gedacht, komm, mach jetzt. Vielleicht ist jetzt ein guter Zeitpunkt, aber ich war noch nicht so weit. So, auch vom Mindset her. Ich war noch nicht so, dass ich sage, boah, ich schaue jetzt raus. So, da habe ich mich, glaube ich, noch nicht so getraut. Weißt du, wie ich meine? So, man hat so diese Blockade. Was sagen die Leute dazu, wenn du das jetzt machst und so? Also diese Blockade hatte ich anfangs. Mittlerweile nicht mehr so, weil was sollen die Leute sagen? Weißt du, wie ich meine? So, mach dein Ding. Mach dein Ding. Das ist das, was ich auch auf jeden Fall jedem auf den Weg geben kann. Mach dein Ding. So. Ich hatte diese Blockade. Und deswegen habe ich nicht angefangen. Und irgendwann hat sich diese Möglichkeit ergeben, dass ich den Track aufnehmen kann. Das war dann so August, September 2018. August, September 2018 circa. Da kam mir so diese Möglichkeit. Also natürlich nebenbei habe ich immer noch Musik gemacht so. Immer diese Freestyle-Sessions, Texte und so weiter und so fort. Aber irgendwann kam dann so diese Möglichkeit, ich kann aufnehmen. Und dann habe ich es gemacht. Und dann war so in meinem Kopf, ich habe den Track aufgenommen. Und dann war so in meinem Kopf, du musst jetzt mit Instagram beginnen. So, wann, wenn nicht jetzt? So ungefähr war es. Wann, wenn nicht jetzt? Ich kann es nicht jede Woche vor mich herschieben. Und immer mehr Leute haben mich dann auch gehört, weißt du, wie ich meine? Ich bin einfach freier geworden, so. Ich bin zu den Leuten hingegangen, die haben gesagt, hier, lass mal was hören. Ich habe einfach losgelegt. Ich habe einfach losgelegt. Ich habe angefangen, zu rappen und immer krasses Feedback bekommen.
immer krasses Feedback. Ich sag dir auch, was mich auch so sehr, was mich sehr gepusht hat, war auch mein Friseur. Echt jetzt? Ja, Bro, mein Friseur hat mich sehr gepusht. Guck mal, wir haben immer so diese Gespräche geführt, ne? Und ich hatte immer einen neuen Text und danach ein Schneiden. Ich war jede Woche so. Jede Woche habe ich meine Seiten frisch gemacht und dann bin ich jede Woche mit ihm. Hinterm Friseur war so eine Bank. Da haben wir uns hingesetzt und ich habe ihm mein neues Zeug gezeigt. Der hat immer gesagt, krass, krass, krass. Und das hat mich auch so gepusht. Wir haben immer drüber geredet. Hier, ich muss jetzt. Ich muss jetzt. Und ich habe es dann eine Woche weiterhin verschoben. Noch eine Woche. Und dann kam der Punkt so, das war im März. Da habe ich gesagt, komm, ich mache jetzt das Video. Und es klappt oder es klappt nicht. Also was heißt es klappt oder es klappt nicht? Entweder es kommt krass an oder es geht trotzdem weiter und es kommt halt nicht so krass an. Weißt du, wie ich meine? Aber Gott sei Dank kam es krass an. Es kam sehr krass an auf jeden Fall. Ich weiß noch, wie ich gestartet habe. Man kannte mich nicht so richtig. Weißt du, wie ich meine? Gießen ist halt eine kleine Stadt, wo sich schon so jeder halbwegs kennt. Also nicht jeder, aber so, man kennt sich. Ich weiß Safe, nicht, ne? aus welcher Stadt du kommst, so, Hamm. also Hamm kommst du, ja genau. Genau. Wie es da so ist mit der Einwohnerzahl, das meinte Ja, es ich. geht so. Boah, da bin ich jetzt auch überfragt. Aber auf jeden Fall, wenn da was bei dir zum Beispiel abgeht in der Stadt, man kriegt es schon mit, wenn da Man sowas kriegt's mit, am ne? Ja, Safe, genau genau. sowas. So, genau wie bei uns in Gießen. Man kriegt's mit auf jeden Fall. Verstehe. Und dann war es halt so, dass ich das Video gedreht habe. Endlich. Ich habe es gedreht. Und einen Tag später sollte es kommen. Wir haben dann mit den Jungs auf jeden Fall mies Welle gemacht. So. Also viele haben es geteilt. Also den Teaser zum Video. Weil ich weiß nicht, wie es. Also es ist natürlich immer noch so, man postet erstmal einen Teaser so. Auf Instagram so ein kleines, das war so ein 1-Sekunden-Ding. Das war eine Sekunde, ne, wo ich nur so gemacht habe. Und der Beat lief. Wirklich eine Sekunde. Und wir haben es komplett auf Snapchat, Instagram, überall reingehauen. Ich habe mit 400 Abos gestartet. Mit 400 Abos? Mit 400 Abonnenten auf Krass. Instagram. 400 Abonnenten. Einen Tag später kam das Video. Ich weiß noch, wann es war, 18 Uhr genau. 18 Uhr kam das Video, Bro. Ich hatte nach dem Video einen Tag später, 24 Stunden später, so aus dem Nichts 1500 Abonnenten, 10.000 Aufrufe, Nachrichten von 385, von Nimo, von Hannibal und dann bist du geflasht in Natürlich. der Schule. Dann bist du wirklich so, boah, was passiert gerade? Und das war auch bei mir so. Was passiert gerade? So, das ist das, was ich wollte. Weißt du, wie ich meine? Diese Bestätigung von denen da oben. Diese Bestätigung, das ist das, worauf man hinarbeitet. Beziehungsweise anfangs. Definitiv. Das ist ja das, was man, also was jeder angehende Künstler will eigentlich. So diese. Boah, der findet dich krass. So, wenn ein Nemo dir schreibt. 385i. Was für Leute da sind. Olex. Chelo Abdi. Das sind Legenden. Das muss dir mal geben, so. Das ist krass. Und das nach nicht mal 24 Stunden. Also, du musst dir so überlegen, aus dem Nichts bist du auf einmal so. Über dich wird geredet. Du bist plötzlich im Fokus Du auch bist im von Fokus. bekannten Leuten so. Jetzt wollen die Leute wissen, was macht er als nächstes? Was sind seine nächsten Schritte? Und natürlich freut das einen und natürlich motiviert das einen richtig krass. So nach meinem ersten Video, ich wollte einen Tag später das nächste bringen. Weißt du, wie ich Am meine? liebsten so, ne? Weil es so krass war. Und die Leute würden das vermutlich auch feiern, so wenn es einen Tag danach direkt noch eins kommt. So, weil die sind ja dann so gehypt. So, was passiert jetzt? Und ja, das Video kam. Dann kam das zweite Video. Das ging auch durch die Decke so. Und innerhalb von
circa 8 bis 10 Wochen. Oder 8 bis 10 Wochen, ja. Oder 8 bis 12 Wochen hatte ich auf einmal 10.000 Abonnenten auf Instagram. 8 bis 12 Wochen, so. Es ging schnell. Es ging sehr schnell. So, weißt du, wie ich meine? Und man wird immer wieder dann von Leuten gesehen, von größeren Leuten. Immer mehr Leute kommen auf dich zu. War das, sage ich mal, nur Push für dich oder war das auch, gab es eine Phase, wo dich das vielleicht auch überfordert hat? Wirklich schwer zu sagen. Okay. Es war auf jeden Fall ein krasser Push. Ich will nicht sagen, dass es mich krass überfordert hat, weil es war eigentlich. Aber es war nicht negativ, also die Energie und die Liebe, die du bekommen hast, das Feedback, Es hat war dich nicht jetzt nicht negativ. runtergezogen oder so. Nein, es war nicht negativ. Okay. Es war nicht negativ. Es hat mich nicht runtergezogen. Aber es hat mir in meinem Kopf schon so klar gemacht, die Leute erwarten was. So, die Leute erwarten was. Du musst abliefern. Du musst abliefern. Und wenn man dann ständig auch darauf angesprochen wird, so, ey, hast du gesehen, der hat bei dir geliked. Ey, hast du gesehen, der hat bei dir kommentiert. So, das macht in deinem Kopf dann halt so, ja, der hat bei mir kommentiert, krass und so. Normal. Natürlich. Aber ich will das, ich will mehr. Weißt du, wie ich meine? Ich will mehr. Jedes Video besser und besser und besser. Man hat einen höheren Anspruch an sich selbst auf jeden Fall. Und wenn man am Ball bleibt und diesen Fokus nicht verliert, dann kann dir das auch keiner mehr nehmen, so am Ende. Aber dann gibt es halt immer so auch diese Phasen, so bei mir speziell ist, ich war halt noch Schüler zu dem Zeitpunkt. Ich bin jeden Morgen um 6:30 Uhr aufgestanden und in die Schule gegangen, beziehungsweise ich habe mich in die Schule gezwungen, weil ich mein Abitur halt fertig machen wollte, ne? Und habe ich zum Glück auch fertig gemacht, mein Fachabitur. Das sind halt dann auch so manchmal diese Momente, die dich so ein bisschen so ausbremsen. So, boah, jetzt wieder an die Schule. Obwohl du eigentlich so Musik machen Obwohl ich Musik möchtest, dein machen Ding will. machen willst, so. Genau. Aber damit muss man leben, so, wenn du diesen Fokus dann nicht verlierst, trotz diesen Sachen, die dich abfacken, dann liegt es nur noch an dir. Dann liegt es nur noch an dir, dann bist du dafür verantwortlich. So, und ich habe mein Abitur geschafft, so. Das habe ich hingekriegt. Und jetzt geht's halt weiter, ne? Jetzt geht's weiter. Und wie war das, sage ich mal, von den Leuten, die dich kontaktiert haben? Wer hat da so, also welche Person, die dich kontaktiert hat, hat am meisten so Impulse gegeben, dass sie dich, haben die dir irgendwie Leute vorgestellt, connection-technisch? Wer hat dich, sage ich mal, rap-technisch weitergebracht? Oder gab es da jemanden, der dich auch irgendwie vielleicht so karrieretechnisch ein bisschen gepusht hat? Oder wo du sagen könntest, der hat mir bei meiner Entwicklung geholfen oder bei meinem Werdegang? So gab es da ein paar Interessenten? So, was war jetzt zum Beispiel das mit Hannibal oder so, wo du meintest so? Diese Geschichte? Hannibal war der, der 358 auf mich aufmerksam gemacht hat. Also, er hat mich quasi gesehen. Das ist auch ein lustiger Zufall eigentlich. Er hat mich gesehen. So, und dann hat er mich halt den Leuten gezeigt. Und Nimo ist ja auch bei 358. Der hat mich auch gesehen. Und die wussten davon nichts. Ach so, die haben gleichzeitig so Die haben mich parallel. gleichzeitig gefunden, quasi, aber wussten davon gar nichts. Also es war lustig eigentlich so. Die haben mich Okay. gleichzeitig so entdeckt gehabt, so. Aber nee, es gibt eigentlich keine Person so. So in dem Sinne jetzt nicht. Es gibt eigentlich keine Person, nee. Aber lustiger Zufall jetzt mit Hani und mit Nimo, dass die beiden dann so Ja, zeitgleich quasi so auf dich genau. aufmerksam geworden sind. Aber du hast auch mit denen gearbeitet.
Also du hast jetzt auch mit Nimo zum Beispiel einen Song, genau. Du hast mit Oleg Sesh einen Song. Genau. Wie ist da so die Zusammenarbeit, wenn du, sag ich mal, jetzt noch recht am Anfang bist und dann natürlich auch direkt so krasse Künstler dann hast, die mit dir arbeiten? Wie ist das so von der Arbeitsweise? Von der Arbeitsweise ist es auf jeden Fall nochmal im Gegensatz zu Solo ein riesiger Schritt. Okay. Es ist ein riesiger Schritt. Das sind halt Musiker, die jahrelang dabei sind, die geisteskrank viel Erfahrung haben, die auch geisteskrank sind, also die wirklich brutal sind, musikalisch auch. Ja, das ist in den ersten Momenten ist es erstmal so, boah, gib dir das, ich bin gerade mit Nimo im Studio. Dann denkst du dir, boah, ich bin gerade mit Olex im Studio. Das ist einfach unvorstellbar erstmal. Anfangs, also die Anfänge so, das war genau das, wo ich hin wollte. Ich wollte mit diesen Leuten ins Studio. Ich wollte mit diesen Leuten ins Studio. Ich wollte krasse Musik machen. Und wir haben krasse Songs gemacht. Wir haben krasse Songs gemacht. Ich war auf dem 2019 einzigen Konzert von 385i. Und dadurch ist auch so dieses Feature entstanden mit Nimo. Nimo kam zu mir und hat gesagt, morgen kommst du ins Studio, wir machen einen Song. Und ich so, boah, krass. Ich habe mich sehr gefreut, auf jeden Fall, Mann. Wir machen einen Song. Wir machen einen Song, Nimo und ich. Für sein Album, so, weißt du, wie ich meine? Das sind Musiker, die seit Jahren dabei sind, die einen kranken Status haben. Und dann ist man so in dieser Newcomer-Rolle und fühlt sich gut. Man fühlt sich willkommen. Man fühlt sich willkommen. Ja. Wie ist das, sag ich mal, so, wie würde so ein Arbeitstag zum Beispiel aussehen? Du hast ja jetzt öfter, glaube ich, auch mit den Jungs gearbeitet. Wie sieht dann so ein Arbeitstag aus, wenn man das überhaupt Arbeit nennen kann, aber so ein Tag im Studio, wie läuft das so ungefähr ab? Es ist definitiv Arbeit. Ist Arbeit? Definitiv. Also, das steht außer Frage. Okay. Es ist krasse Arbeit auf jeden Fall. Jeder, der was anderes behauptet, stimmt nicht. Es ist auf jeden Fall Arbeit. Die Kunst an diesem Ganzen ist auch, nicht einen Hit zu landen. Also, das ist so meine Sache, die ich jetzt dazu sagen kann. Die Kunst ist nicht, einen Hit zu landen. Also, so sehe ich das. Die Kunst ist es, auch lange dabei zu sein. Das ist ja das Ziel. Also, das sollte das Ziel sein. Also, zumindest ist das das Ziel, was ich auch anstrebe. So keine Eintagsfliege quasi. Keine Eintagsfliege. Es gibt ja einige. Es gibt einige Eintagsfliege. Von denen hat man mal was gehört und plötzlich nicht mehr so. Genau. Deswegen ist es Arbeit. Keine Eintagsfliege zu sein, ist Arbeit. Es gibt Leute, die sind in Deutschrap beziehungsweise in der Musik tätig und die bleiben für immer. Und das muss das Ziel sein. Und das dahinter steckt viel Arbeit. Dahinter steckt viel Arbeit. Es gibt Songs, die laufen eine Woche und es gibt Songs, die laufen 10 Jahre. Und ein Song, der eine Woche läuft, ist ein Viertel von der Arbeit wie ein Song, der 10 Jahre läuft, denke ich. Also, sollte so sein. Deswegen ist es auf jeden Fall Arbeit. Und wie ein Arbeitstag da abläuft, ist eigentlich, also, es ist entspannt. Man muss schon sagen, es ist entspannter als einer, der auf der Baustelle jetzt 12 Stunden ackert. Genau. Natürlich, das kann man nicht vergleichen. Das kann man nicht vergleichen. Es ist Arbeit. So halt für die, sage ich mal, Zuschauer, die jetzt vielleicht nicht selber aktiv in der Musik sind, die fragen sich halt auch bestimmt oft so, wie läuft das im Studio ab? Genau. Sagt er jetzt auf einmal, Lu, komm rüber, wir machen jetzt einen Song, oder sitzt ihr euch zusammen und dann haut ihr euch erstmal ein paar Beats rein? Das ist unterschiedlich. Ist unterschiedlich. Das ist auf jeden Fall unterschiedlich. Also es gibt Tage, da gibt es einen krassen Beat und dann schickt man sich den rüber und dann sagt man, hier, mach mal das. Mach mal eine krasse Hook drauf, mach mal einen krassen Part drauf. Oder da gibt es Tage, da geht man spontan ins Studio und dann entsteht einfach was. So. Dann entsteht einfach was auf Freestyle. So, da macht man einen Beat an und fängt an. So, und dann kommt's, man fühlt es manchmal halt nicht. Genau. Das ist unterschiedlich. So unterschiedlich, das ist auf jeden Fall unterschiedlich. Aber, ja.
Das ist so der Ablauf. Was würdest du sagen, weil du jetzt halt zum Beispiel mit so großen Leuten schon gearbeitet hast, wie zum Beispiel Nimo und Oleg Sesh, was hast du von denen vielleicht gelernt? So jetzt als, sag ich mal, noch Newcomer? So während der Zusammenarbeit, du hattest ja mit beiden schon einen Song und warst, glaube Ja. ich, auch auf dem Album vertreten von Nimo. Ja, ich war auch auf Nimo seinem Album. Und was, wie gesagt, für die ersten Steps schon richtig krank ist, finde ich. Und was hast du zum Beispiel, oder hast du da irgendwas mitgenommen von der Zusammenarbeit? So jetzt für dich als so also entwicklungsmäßig? Boah, also man lernt definitiv von denen. Dadurch, dass sie eine krasse Erfahrung haben halt, lernt man auf jeden Fall von denen. Aber Nimo ist halt Nimo, Olex ist Olex und Luke ist Luke. So, das ist schwer zu sagen. Das ist schwer zu sagen. Ich würde sagen, jedes Mal, wenn man ins Studio geht mit jemand Neuem, lernt man was. Das ist definitiv so. Wenn man mit neuen Leuten zusammenarbeitet, lernt man definitiv von denen was. Was es ist, weiß, kann ich jetzt nicht sagen. Es ist immer unterschiedlich. Wie ist das eigentlich, abgesehen vom Studio, wenn du mit den Jungs unterwegs bist, passieren da auch manchmal verrückte Sachen? Also bis jetzt. So, wenn es keine Studio-Session ist, sage ich jetzt mal so. Bis jetzt ist noch nicht viel Krasses passiert. Einmal ist was Krasses passiert. Da habe ich leider einen Unfall gebaut. Okay. Das war der Tag nach dem 385i-Konzert, wie ich schon gesagt habe. Als Nimo mich abgeholt hat. Also Nimo ist zu mir gekommen. Aus Frankfurt nach Gießen, um mich abzuholen. Und dann sind wir auf der Hinfahrt nach Frankfurt leider in einer Kurve rausgerutscht. Aber Gott sei Dank ist keinem was passiert, so. Aber das war crazy. So, das war auf jeden Fall ein Schockmoment. Wir sind dann so mit Spiegel ab die restliche Strecke nach Frankfurt gefahren und haben trotzdem noch an dem Tag den Song fürs Album produziert. Also ihr hattet quasi so diese Unfallgeschichte mit Genau. dem Schock, den ihr quasi noch Genau. so in den Knochen auf gut Deutsch hattet und habt trotzdem dann noch im Ja. Studio quasi so abgeliefert. Ja, auf jeden Fall. So nach 4 Stunden aber erst. Also wir sind angekommen und dann gab es so. Also es war so. Er musste sich natürlich ums Auto kümmern. Natürlich, Erstmal. Versicherung Ja, und so, auf man jeden muss erstmal Fall. Da abchecken. Gutachten und so weiter und so fort. Und deswegen hat es ein bisschen gedauert, aber danach haben wir auf jeden Fall einen krassen Track gemacht. So, trotz diesem Unfall. Das war schon crazy eigentlich. Aber Gott sei Dank ist, wie gesagt, da nichts passiert. Aber da kann man sehen, sogar die Fahrt ins Studio kann manchmal mal ein Ja, bisschen gefährlich sein. auf jeden Das Fall. tut man aber nicht alles für die Musik, ne? So ist es. So ist es. Mega nice. Ich gucke mal gerade, wie viel wir hier schon auf Tacho haben. Okay, geil. Ich würde dir tatsächlich gerne vielleicht noch ein paar andere Künstler vorstellen wollen. Teilweise auch noch, sage ich mal, neue Gesichter. Und da würde ich mich einfach so über dein Feedback freuen. Das mache ich so bei allen Gästen. Den zeige ich dann immer ein paar Songs, ein paar Interpreten. Yes. Und gib einfach mal so, wenn du Bock drauf hast, wenn du das gerade fühlst, vielleicht ein bisschen dein Feedback. Easy. Und wir fangen jetzt mit einem Künstler an, der kommt aus meiner Ecke, aus dem Münsterland. Für goldene Kette, doch was ich will, hab ich jetzt da. Mama, die Einzige, die immer wusste, ihr Sohn wird irgendwann Master. Zu viel Schwätzer sind am Lästern, 9er Hektar aus dem Fenster. Mama, Soldat, Rockefeller, bist du Läufer, was für Gangster. Bin bescheiden, fick mal Belzhaft, zu schnell für euch Hinterwäldner, Bretter, Bretter im goldenen Kette. Den kenn ich. Kennst du? Ja, den kenn ich. Umut? Umut kenn ich. Stark. Stark. Ja, auf jeden Fall an der Stelle auch schöne Grüße an den lieben Umut. Ich hoffe, dir geht's gut, Bro. Nice. Dann würde ich dir gerne noch einen zeigen. Sie sagen, du schaffst es nicht ganz, doch ich komme immer näher, Gott sei Dank der Distanz. Sie lachen dich an, aber hinterm Rücken reden. So getrennt, als wird es keine Brücken geben. Ey, die meisten Menschen bleiben leider hinterlistig. Ich denke, dass die Finsternis kein Hindernis ist. Aber wollen wir die Welt verändern, müssen wir uns selber bessern und nicht auf Distanz gehen wie ein Battle-Tänzer. Ich hab gesagt, der breite Weg war ein Fehler. Heute teilen wir die Vision wie ein Mathe-Lehrer. Draußen wartet jeder, warten Gegner. Doch die wahren Täter sind wie Sammy. Sagt die Krawattenträger, weg, ich hab so viele Fake-Friends.
ist auf jeden Fall eine Richtung, die, da bin ich ehrlich, nicht so meins ist. Mhm. So, das ist so dieses Storytelling, die Storytelling, deepere mehr so. Real Talk, das ist nicht so diese Schiene, die ich so höre. Mhm. Aber das ist auch abseits vom Mainstream was anderes. Abseits vom Mainstream Rap, das Rap. Genau, Rap, Rap. Das ist nicht so wie das, was man halt heutzutage so jetzt alles mitbekommt, so dieses, sag ich mal, was auf Instagram mainstreamistisch ist. Das ist wie Rap angefangen hat, so mäßig. Auf jeden Fall. Aber das ist halt. Auch produziert übrigens von Dennis Kerr. An der Stelle auch Grüße an Dennis. Schöne Grüße. Auf jeden Fall, Mann. Dennis. Bester Mann. Kommen wir zum nächsten. Den kennst du, denke ich, auch. Ich weiß, dass du den kennst, aber ich versuche trotzdem einen auf Du kennst den nicht zu machen. Aber ich bin mal gespannt, wie du den Kollegen jetzt. Also ich weiß, wie du den findest, aber ich würde trotzdem gerne Props an ihn geben. Ich bin damals CVS, yeah, und deine Rappen so Standard. Komm herein in das Game, Leute sind zu verblendet. Glaub mir, was ich mache, ist für Mama. Viele sagen, hör auf, du bist zu jung. Ich werde mal was, ja, bei Gott, ich bin anders. Ich mach Melodie wie Roddy Rich, und Girls fangen mich in nach einem Pick, ja. Heute schreiben mir die was. Damals geglaubt, ich werd nie was. Durch minimalen Erfolg reden Leute, als wärst du ein Tier, ja. Und ich trinke kein Lean, ja. Ich schwöre, ich trinke kein Lean, ja. Theos, zu krass. Also, Theo, wenn du das siehst, du bist krass. Theo ist auf jeden Fall krass, Mann. Stimmtechnisch. Also, abgesehen davon, dass er so jung ist. Das wollte ich gerade sagen. Einfach 16 Jahre und auch, sage ich mal, schon so eine Präsenz. Auf jeden Fall. Und also, Stimme, wie gesagt, hast du selber gesagt, heftig. Wird sehr viel versprechen für die nächsten Jahre. Auf jeden Fall, Mann. Und deswegen auch schöne Grüße nach Hamburg an der Stelle, Theo. Genau. Wir sehen uns auf jeden Fall. Du weißt Bescheid. Sehr, sehr nice. Den wollte ich auch zeigen. Kommt auch aus meiner Ecke. Dominik heißt der Kollege. Noch nicht so bekannt. Aber sehr, sehr viel Potenzial. Ey, keiner fickt mit meinem Ego. Es geht um Euro, Dollar, Peso. Ich sag nur hasta luego. Leben schmeckt wie Solero. Keiner fickt mit meinem Ego. Es geht um Euro, Dollar, Peso. Ich sag nur hasta luego. Leben schmeckt wie Solero. Soundmäßig auf jeden Fall nice. Soundmäßig, wie du gesagt hast, cooler Typ. Yes. Deswegen auch schöne Grüße an den lieben Donio. Ich hoffe, dir geht's gut, mein Bester. Ich würde sagen, ich nehme dich jetzt nochmal mit ein paar Fanfragen in die Mangel. Und dann würde ich dir zum Abschluss noch gerne dein Geschenk überreichen. Und dann sind wir auch durch mit dem ganzen Spektakel. Ich bin mal gespannt, was die Leute dich jetzt fragen möchten. Da bin ich auch gespannt. Tabea fragt, kommst du mal nach Bittica im Sunshine? Da war ich vor kurzem, also ich bin vorbeigefahren so. Bestimmt mal. Aber bald könntest du wieder da landen. Auf jeden Fall. Dann haben wir hier von dem David die Frage, was sind deine Ziele für die Zukunft? Mich weiterentwickeln, persönlich und musikalisch auch natürlich. Und natürlich mein Traum, die Musik zu meinem Beruf zu machen. Da Vici tatsächlich, den Kollegen von vorhin. Mhm. Wo sind deine Haare hin, Bro? Ein bisschen gekürzt. Muss doch auch mal sein. Muss auch mal sein, man gönnt sich sonst nichts. Tatsächlich fragt auch der ein oder andere, ob du Tipps geben kannst. Starthilfe-Tipps, so quasi für Leute, die vielleicht auch Bock haben, anzugreifen. Also was ich allen raten kann auf jeden Fall, steht auf, setzt euch euer Ziel vor Augen und fangt an, jeden Tag dafür zu arbeiten. Sei es jetzt, egal was eigentlich, das kann man auf alles beziehen. Ich beziehe immer so meinen Werdegang so auf Fußballprofis, weil das kann man gut vergleichen. Ich bin jung, ich habe einen Vertrag unterschrieben und jetzt will ich spielen. Weißt du, wie ich meine? Das kann man perfekt auf einen Youngster-Fußballer rüberziehen. So ein Youngster, gerade Profivertrag unterschrieben, er will spielen. Was muss er machen? Trainieren. Punkt. Das ist es. Mehr muss man dazu nicht sagen eigentlich. Man muss einfach jeden Tag alles geben. Du musst einfach wissen, wofür du aufstehst. Und wenn dir jemand sagt, dass du es nicht kannst, dann scheiß auf ihn. Zieh einfach durch und alles andere gib dir Gott. Was wäre dein Traumfeature? Gibt es da ein paar Kandidaten? Da gibt es eigentlich nur einen.
Nur einen? So, aber jetzt, also international, ne? Wir können ja beides nehmen. Also national, international. International definitiv Chris Brown. Okay. So, das ist mein Traumfeature, also mehr will ich dazu gar nicht sagen eigentlich. Mhm. Chris Brown. National, wen feierst du da? National gibt's auch einige. Wem könntest du zum Beispiel was vorstellen? Worauf du jetzt so Bock hättest, wo du sagst, die Kombo wäre bestimmt krass? In meinen Augen ist Shindy der krasseste. Mhm. Shindy ist der krasseste. Daniela fragt, was bist du für ein Landsmann? Aramer. Aramer? Ja. Was ein zu... Nein, Spaß. Leonardo fragt, kannst du dir ein Feature mit Nico Nuevo vorstellen? Safe. Wer ist der bessere FIFA-Spieler, du oder Shadow? Gute Frage. Shadow, du weißt, ich sage es jetzt lieber nicht, aber das Halbfinale, da wurde ein bisschen getrickst. Alles Schiebung, ne? Nein, Quatsch, es wurde nicht getrickst, aber Shadow ist schon ein guter Spieler auf jeden Fall. Adal fragt, was sind gute und schlechte Eigenschaften von dir? Das ist eine gute Frage auf jeden Fall. Auf jeden. Meine Selbstreflexion. Vor ein paar Jahren war es auf jeden Fall nicht so wie jetzt, so dass ich sage, wenn ich einen Fehler mache, ich bin schuld. Früher hätte ich gesagt, er ist schuld. Ich bin wirklich so oft zu spät. Das ist wirklich eine Eigenschaft, die schlimmste Eigenschaft von mir, glaube ich sogar. Es gibt kaum eine Person, mit der ich zu tun habe, die noch nicht auf mich gewartet hat, glaube ich. Abschließend. Yes. Auch wenn wir es heute nicht geschafft haben, unser legendäres FIFA-Duell zu machen, aber das will ich auf jeden Fall mit dir haben. Ich habe sogar fleißig geübt. Ich habe auf jeden Fall noch eine coole Überraschung für dich. Dieses Geschenk gebe ich dir einfach jetzt mal hier. Du kannst es mal kurz vor der Kamera auspacken und kannst mal abchecken, was es ist. Ich habe es mir doch gedacht. Genau. Geil. Geiles Ding, Mann. Ich habe es mir schon ein bisschen gedacht gerade. Echt? So... Als du den Karton gesehen hast. Karton sein, so. Als du den Karton gesehen hast, ne? Grüße gehen auch deswegen nochmal raus an MyFoodCards, mit denen ich diese Kooperation habe. Und ich werde regelmäßig ein paar Rapper-Karten jetzt rausbringen. Das heißt, Luke ist die erste Karte, die es gibt. Geil. Du bist die Nummer 1. Und sehr nice. Wir werden auf jeden Fall noch sehen, wer in Zukunft noch so eine Karte kriegt. Ich würde dann sagen, Bro, ich danke dir auf jeden Fall für die Zeit. Das war ein mega geiles Interview. Yes. Und ich würde den anderen auf jeden Fall raten, checkt Luke auf seinen Social Media Plattformen ab. Hammer Junge, geile Musik. Wir werden in Zukunft noch sehr viel von ihm hören. Und bis dahin würde ich sagen, macht's gut.